ungewöhnlich großes Medieninteresse im Grazer Schauspielhaus. Und dabei steht gar kein Theaterstück auf dem Programm, sondern eine Premiere der besonderen Art. Mit der Sommerretoute der steirischen Wirtschaft hat der Wirtschaftsbund die Ballsaison kurzerhand vom Winter in den Sommer und vom Ballsaal ins Schauspielhaus verlegt. Die Wirtschaft gibt kein Schauspiel, sondern eine Reality-Show. Das heißt, jeden Tag zeigen wir auf der Brettlbühne der Steiermark, Österreichs, Europas und der ganzen Welt, wozu steirische Betriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fähig sind. Ich glaube, das ist in der Wirtschaft vielleicht nicht gut, Schauspieler zu sein. Also den Beruf auszuüben als Wirtschafter. Weil dann in der Wirtschaft braucht man wahrscheinlich Handschlagqualität, einen guten Stand, also Vertrauen. Und wenn man da immer was anderes spielt, ja, wenn man immer jemand anderer ist, dann ist das, glaube ich, sehr schwer. Wissen Sie, ich komme von Düsseldorf. Ich war 10 Jahre Generalintendantin des Düsseldorfer Schauspielhauses. Und dort war die Verbindung Wirtschaft, Industrie und Kunst selbstverständlich. Partyzone auch am Freiheitsplatz vor dem Schauspielhaus. Nur das Wetter, das war an dem Abend gar nicht so in Feierlaune. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur was Falsches zum Anziehen, so gesehen. Gegen den Regen draußen kann man sich schützen, allerdings mit der Einschränkung. Es sind so viele schöne Events draußen vorbereitet, die werden jetzt vermutlich halb ins Wasser fallen. Aber das Grazer Schauspielhaus ist groß genug mit allen seinen Räumlichkeiten. Wir können da drinnen auch sehr, sehr gut feiern. Grund zum Feiern gab es allemal. Hat sich durch die Steiermark in den vergangenen Jahren trotz Krise zu einer der innovativsten Regionen in ganz Europa entwickelt. Der steirischen Wirtschaft geht es in ganz vielen Bereichen gut. Aber heute Abend dürfen wir ruhig ein bisschen schwitzen, weil das kommt nämlich vom Tanzen und vom Spaß haben. Gelegentlich ins Schwitzen kamen auch die zahlreichen Fernsehteams, die bis spät in die Nacht so manchen Promigast mit ihren Fragen auf Trab hielten. Wie viele Interviews ist das heute, Mann? Weiß ich nicht, aber zu viele. So gestimmt, ja. Ich glaube, das ist jetzt schon das 7. Interview, das ich gebe. Jetzt muss ich dann irgendwann einmal schnell an die Bar und mir ein Gläschen holen, bevor ich ganz heißer werde. Ich glaube, die Nummer 6 ist dran. Ja, er ist jetzt die Nummer 6 fürs Interview. Ja, unglaublich. Ja. Es ist natürlich auch ein guter Beweis dafür, dass die steirische Wirtschaft interessant ist und dadurch gibt es auch einen starken Medienrummel. Ob man an diesem Abend lieber Netzwerke pflegen wollte oder man bis früh am Morgen das Tanzbein geschwungen hat, alles in allem eine gelungene Premiere. Und so freuen wir uns schon auf die zweite Vorstellung der Sommerretoute.